Deswegen essen wir ihn gleich mal. Wenn wir ihn kriegen, wir sind Soldaten. Ja, dann. Ja. Da oben. Ich weiß, dass die schwarzen Dinge aufplatzen können. Da ist er aufgeplatzt. Das ist doch nicht weg, so. Ja, passt. Aber ich glaube, die Leute hören dich gar nicht. So, jetzt machen wir diese Zille da ran. Weil ich einfach keinen Bock auf die Düse habe. Und ich könnte es mir auch gar nicht leisten. Aber es ist egal. So. So, jetzt sind wir ein bisschen schneller und also wir müssen jetzt noch ein bisschen Fleisch fressen, damit wir genau alles fressen. Sonst, aber es würde auch nichts ausmachen. Warum backst du gerade rum? Oh, ich habe alles gegessen hier. Ich kann meine Kollegen nicht essen, aber ich würde es machen. So, jetzt machen wir das Ding mal auf. Was willst du, hä? Stirb. Pam. Pam, pam, pam. So. Jetzt müssen wir doch mal. Ich frage mich, wie so ein Ding so weit kommen kann. Es kann nichts. Und es ist lahm. Da ist ein Allesfresser im Mund und der ignoriert uns, glaube ich. Weil wir noch zu klein sind und ich habe vergessen, von Stacheln zu machen, sonst haben wir eben nichts an. Ja, da müsste ich ja vorhin gehen und frisst er mich noch. Doch, da saugt mich gerade. Ich bin tot. Ich krieg ein Gehirn. Da, guck. Gehirn. Doch so viel. Ja, hinten im Arsch drin. So. Jetzt ist das Ding. Nein. Jetzt könnten wir schon in die nächste Evolutionsebene gehen. Also aus dem Wasser raus. Aber ich will dieses Dingens da noch haben. Ich glaube, der kriegt gar keinen Schaden. Wenn ich jetzt nicht gestorben bin. Oh, ich bin tot. Toll. Mache ich mir jetzt noch einen Stachel und ersticht das Scheißteil. Den Stachel nach vorne ziehen. Und dann entwickeln wir uns weiter. Ich will nämlich alle Sachen finden. So zögere ich dann auch diese Kreaturenphase aufs Ewigste hinaus. So, jetzt ziehe ich meinen Stachel von hinten nach vorne. Und brauche ich keinen. Ich brauche Stachel. Genau so. So. Und los geht's. Ich brauche einen Mund. Das heißt mal den hier hinten an den Arsch ran. So. Wir stechen es. Hm, komm her. Ich mach dich fertig, Alter. Jetzt müssen wir nur noch eins finden. Aber ich finde keins. Oh. Und wahrscheinlich, wenn ich mir die Aufnahme anhöre, ist das Sound so für den Arsch, dass ich es gleich nochmal machen darf. Ah, ich hab's gestochen und es schwimmt weg und es ist schneller als ich. Ich krieg dich, du Bitch. Ja. Es ist noch einmal stechen. Bleib hier. Ja, ich steche. Und bam! Wir haben's gekillt. In den Mund bekommen. So, jetzt können wir. So, und so sieht man unsere Weiterentwicklung, wie oft wir gestorben sind. Wir sind so voll die Opfer. So, hier, so. Ich glaube, ich bin viermal gestorben. Nee, dreimal. Egal. Jetzt sehen wir hier oben, wenn wir so nach und nach die Linie entlang fahren. Jetzt rechts oben. 100 Millionen Jahre, 200 Millionen Jahre, bla bla bla. Wir haben jetzt gesamt 1.900.000.000 Jahre gespielt. Habe ich jetzt mal kurz im Zeitraffer gemacht. Also es fällt euch gar nicht auf, dass ich jetzt schon über fast 2 Milliarden Jahre hier am PC hocke. Und nein. Tja. Und ja. Dann nicht. Ich. Das ist jetzt der Kreaturen-Kreator, warum auch immer, egal. Und das Ding ist hässlich. Das ist jetzt unsere Blubberblase, die kann man nach Belieben verändern. Wir können jetzt als Ball rumlaufen. Wenn ich das so mache.
Ja, und als Minimum hat mich ja 2 Wirbel, als Maximum hat man halt ein paar mehr Wirbel. Ich meine nur, genau, wir machen jetzt so eine fette laufende Blubberblase. Ja, es sieht aus wie ein Dinosaurier, bloß ein bisschen fetter Hals. Genau, abgesperrt. So. Ja, das sieht hässlich aus. Ja. So. Jetzt müssen wir es wieder fett machen. Weil fett ist einfach nur fett. Sieht voll laser aus. So. Oh. So. Wir machen einen Fetthals. Kein Langhals, ein Fetthals. So, ein bisschen dünner. Der hat ja auch Zellulite. Schau, wie fett er ist. Ja, Zellulite ist am Hals. Oh Mann. So, das Ding ist hässlich. Egal. Das ist jetzt auch nur... vorläufig so. Okay, wir machen es mal ein bisschen höher. Und dann... Nein, die Beine... Och doch, die gehen ein bisschen dicker. So, hier diese Fettwulsten. Und die Füße verschwinden schon. Ich will die Füße auswählen. Fuß. Ha, ich hab Fuß. Ran und... Fuß. So. Jetzt machen wir es hier noch ein bisschen fetter. Das ist jetzt mal so ein... Und der kleine Kopf da oben. Mega. Ich hab noch keine Arme. So, ja. Deine Oma hat sich aus einem Menschen entwickelt. So, das mache ich. Das sieht so episch aus. Ich lasse es auch so, das wird so geil fürs Let's Play. Dann natürlich braucht man einen Mund, wir sind ja jetzt alles Fresser. So, das ans Auge ran. Den Mund im Auge. So. Ja, genau, Laser schießt von raus, so pam. Stacheln. Braucht es ja auch noch so epische Stacheln am Auge. Das sieht voll geil aus. Machen wir auch noch groß. Genau, und das aus dem Auge. Vielleicht noch ein bisschen höher. Das ist zu groß, ich kann es ganz schlecht auswählen. So, vielleicht. Es blinzelt nochmal. Ja, okay. Geht schon. So, jetzt nehmen wir noch hier für Sprinten. Das flopfen wir jetzt da hinten ran und machen es ganz klein, weil es hässlich ist. So, und dann hier die Fähigkeit Spucken ist auch eine Mütze. Für mich finde ich jetzt wichtige Fähigkeit dann später. Und die Sachen, die man dran hat, davon findet man dann auch immer noch bessere Sachen. So von... Ja, sieht man ja dann, dass ich, wenn ich jetzt Spucken hier habe, dass ich dann... Sieht man hier Kreaturen, Kreator, dann später sind viel mehr Sachen drin, dass ich dann alles vom Spucken habe und vom Beißen, doch Beißen, dann vom Rammen, doch Rammen habe ich auch. Ja? Ja, ich habe das Erweiterungspack drauf, glaube ich zumindest. Müsste ich jetzt mal gucken. Ja, ich habe das Erweiterungspack. Hier, sieht man. Ich esse gleich was, ich verhunger lieber. So, wir könnten uns jetzt... Das nehmen wir jetzt so. Ja, Mann. Haut abgezogen. Okay, nehmen wir. Gucken, was nehmen wir denn? Es ist ja auch ein großer Tumor. Wir machen es ein bisschen pelziger. Wir sind auch ziemlich groß mit einem Mund aus dem Auge. Der ist jetzt nicht genau in der Mitte, oder? Oh, ist ja auch egal. Wir könnten es jetzt so machen. Wir könnten alles Mögliche machen. Wir können es auch selbst erstellen, einigermaßen. Nein! Nein, nein, da gehe ich jetzt nicht hin. So, jetzt hier ein Stückchen. Man könnte jetzt zum Beispiel den Grundkörper nehmen, auch wenn er hässlich ist. Aber es sieht auch ziemlich lustig aus. Ich finde die Farbe geil. Die leuchtet voll. Ja, Imbar. Imbar, Imbar. Angstbubble. Ne, es kommt erst ein WoW. So. Nehmen wir auch mal die Grundform. Machen wir es ein bisschen blau.
Dann als Oberfläche nehmen wir mal so ein paar Schwarzstreifen. Das am Knie ist zwar bloß ein bisschen hässlich, aber das kann man jetzt gleich mit dem nächsten, hoffe ich mal, überdecken. Oder auch nicht. Das sieht noch schlimmer aus. Das müsste an den Knien sein. Ja. Toll! Ja, Spaghetti. Spaghetti-Beine! Fette Beine. So, nee, rot. Das passt jetzt gar nicht dazu. Ja, ich habe auch einen Ausschlag. Ich glaube, ich bin blind oder so. Ich kann gar nichts. Grüne Streifchen sind auch ein Ausschlag. Passt zum Rest vom Körper. Einigermaßen. Schwänzchen hin. Okay. Das heißt jetzt Darkness, das ist so voll das Chiller-Monster. So. Ja, jetzt haben wir es gefärbt. Das interessiert, wir können ja auch dieses das Auge ran machen. Oder noch epischer, wir machen jetzt an das Auge nochmal solche Augen ran. Und die mache ich jetzt riesig so nach vorne. Das ist doch episch. Das ist kein Raumschiff, nein, das sieht scheiße aus. So. Mal gucken, wie es aussieht, wenn ich den Mund größer mache. Ich sehe nichts mehr. Ja, mach mal so klein. Mann, er ist weg! So, das sollte reichen. Okay, dann ist unser hässliches Imbervieh fertig. Wir können gerade mal so singen, aber mehr können wir am Anfang auch gar nicht machen, glaube ich. Doch, bezaubern könnten wir noch draufsetzen. Die Punkte haben wir ja noch. Das sind dann so zum Begeistern von anderen Kreaturen, damit wir sie begeistern können, uns anschließen und whatever, dass wir sie einfach nicht ausrotten müssen, diese Spezies, sondern einfach nur... Nein, ich esse es gleich. Ich schieb's mir gleich in den Arsch. So. Jetzt wird die Kreaturenphase geladen. Und ja, ich wurde in Skype angeschrieben, ich glaube von Flo. Und da paddeln wir in die Oberfläche. So voll episch. Ich brüll mit meinem Auge durch die Gegend. So, und die Hörner aus dem Auge. Oh, die... Voll gefailt. Ach, egal. So, jetzt sind wir am Land. Am Land. Nein. Also, Leute, das... entsteht, wenn sich ein Zyklop mit einem Tyrannosaurus Rex paart. Ohne Arme. Und der Teufel noch dabei war. Genau, so. Abartiger Dreier. Und ja, jetzt sind wir so ein hässliches Viech hier. Wir können jetzt auf der Minimap hier unten sieht man jetzt, dass hier unbekannte Spezies sind. So, hier oben. Fresse. Als Alpha. Fresse ist Früchte oder Fleisch. Fressen wir mal hier ein Stückchen Frucht. Aber ich wollte. Nee, wir fressen sie nicht. Ich mache jetzt. Tschüss. Ich weiß auch noch so zum Reingucken, wie es am Anfang ist. Die ganze Zellenphase sind es wahrscheinlich 3 Folgen. Ja, das, da hinten sieht man auch schon die erste Spezies. Aber das ist jetzt egal. Ich mache jetzt Cut. Tschüss.